Wir sind jetzt auf dem Weg nach Österreich. Der Himmel über Deutschland heult, aber bald geht es richtig los auf unserem Kanal. Wir machen alles, was nur geht. Oh, die Katzen sind entsorgt. Die haben jetzt mal ihren Katzenbox gemacht. Das geht denn doch nicht. Macht ihr das letzte auch, wo wir rausspringen? Nee. Also, zurück zum Thema. Wir wandern gerade nach Österreich aus. Und ja, hammerhart. Ihr dürft dabei sein. Und es wird eine harte Zeit. Schildkröten ziehen um, Katzen ziehen um, wir ziehen um. Haben wir uns ein Wohnmobil gemietet, denn bei rund 1400 Kilometer Entfernung ist das einfach bequemer für uns und für die Katzen. Eine Pause in Regensburg bei IKEA. Weil deswegen regnet es ja auch. Schau raus! Das Wetter ist genauso schlecht wie bei uns. 12 Grad und Regen. Immer wenn wir eine Pause gemacht haben, durften die Katzen im Wohnmobil herumlaufen und bekamen dort ihre normalen Mahlzeiten zu fressen. Sie haben das zum Glück ganz gut angenommen und sich in die gewohnte Bettwäsche gekuschelt. Die Nacht über haben wir dann im Wohnmobil geschlafen und auch dann hatten die Katzen wieder Freilauf, sodass sie sich wie gewohnt bei uns ins Bett mitkuscheln konnten. Nun ging es ein letztes Mal in die Transportbox, damit sie dann in das neue Zuhause umziehen können. Hier hatten wir ein kleines Zimmer extra nur für die Katzen hergerichtet, mit wenigen provisorischen Sachen, die sie bereits aus dem alten Zuhause kennen. Da wir nur mit einem kleinen Transporter umgezogen sind, war es uns nicht möglich, größere Sachen wie zum Beispiel den Kratzbaum mitzunehmen. Die Katzen waren aber neugierig und haben das Zimmer und den Ausblick erkundet. Nachdem das erste ganz grobe Chaos beseitigt wurde, durften die Katzen dann im gesamten Haus herumspazieren. Manche Dinge kannten sie bereits aus dem alten Haus, aber vieles war auch völlig fremd, da wir ein teilmöbliertes Haus übernommen haben. Relativ früh hatten die Katzen dann wieder Freigang nach draußen.